Hallöchen, 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 herzlich willkommen zurück zu The Whisper World Special Edition. Ich habe mich ein bisschen abgeregt, es ist ein paar Stunden später und ich habe mich auf eine Idee bringen lassen. Und zwar können wir wohl die Kurbel in die Zahnräder reinstecken. Er sagt zwar, ich soll das Wasser zum König bringen, aber das stimmt ja so nicht, ich darf ja nicht da rein. Deshalb müssen wir wohl das da reinstecken. Du willst Bestimmung? Hier hast du Bestimmung. Das ist laut. Sorry. Sedwick, was hast du nur getan? Wieso? Ich habe es gestoppt. Oder nicht? Was war das? Was geschieht hier? Du unglückseliger Narr! Wieso? Was ist denn los? Und was ist mit dem Licht passiert? Du hast das Planetensystem angehalten. Die Zeit steht still. Ist das schlimm? Du machst dir ja keine Vorstellungen. Oh. Trichter, kann ich den wieder mitnehmen? Nein, das lasse ich lieber hier. Okay. Es erfüllt bereits seinen Zweck. Okay. Gut, gehen wir mal raus, gucken, was passiert ist. Oh, what the fuck? What the actual fuck ist denn hier los? Luko und Gurney, oder wie der heißt. Ah, Corona! Das prunkvolle Schloss ihrer königlichen Majestät. Und keine Menschenseele da, um uns aufzuhalten. Alles steht still. Es geht doch nichts über den Geschmack stehender Luft. Komm mit, Gurney. Ich will meinen Thron beziehen. Oh oh, das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Kann ich runter zu den Flugen? Ah, nee. Hier ist wirklich keine Menschenseele mehr. Das Gefolge des Königs scheint diesen Ort bereits vor langer Zeit aufgegeben zu haben. Aber irgendwer muss hier sein. Gut beobachtet, Gurney. Die Zeit steht bereits still. Das Gefüge von Raum und Zeit wurde angehalten. Ja. Doch was bedeutet das für unseren Plan? Was das bedeutet? Es bedeutet, irgendwer war so dumm, uns die Arbeit abzunehmen. Sollte ich jetzt da runtergehen? Kann ich mit denen reden? Oh, wird's aber sehr dunkel. Kann ich mit Luko sprechen? Hey, du da! Stehen geblieben! Oh, oh. Das ist doch wieder dieser Schnüffler, der Clown. Der kleine Mann verfügt über eine erfrischende Aufsässigkeit. Ich beginne ihn zu mögen. Oh. Los, Gurney, schnapp ihn dir. Oh. Wirf ihn in den Kerker. Oh. Und sieh gleich nach, ob du noch irgendwo andere Störenfriede findest. Was für ein Schlamassel. Kann es überhaupt noch schlimmer kommen? Was ist das denn? Ach, der Bote ist auch da. Hallo. Hey, Bobby. Du auch hier? Oh, Sedwick. Du kannst dir gar nicht vorstellen, was sie mir angetan haben. Sie haben dir dein Lieblingskissen weggenommen? Sehr witzig. Aber dir wird das Lachen auch noch vergehen. Mit den Askiel ist nicht zu spaßen. Ich dachte immer, ich würde den Heldentod sterben. Wie ein wahrer Chaski auf einem Baum verhungern, während unten die Wölfe warten. Aber in diesem tristen Loch, das ist so würdelos. Wir müssen hier raus. Wir müssen hier raus. Raus? Ha! Hast du in letzter Zeit mal rausgeguckt? Sieh es ein. Wir können nirgendwo mehr hin. Es ist alles verloren. Reiß dich mal zusammen, ey. Jetzt reiß dich mal zusammen. Ha! Nenn mir einen guten Grund. Das Leben geht... Lebe geht weiter. Es sieht zwar düster aus, aber das Leben geht weiter. Ach ja? Auch wenn die Zeit angehalten hat? Guter Punkt. Wer wird uns bestimmt retten, Mann? Man wird uns sicher retten. Und wer soll das bitte sein? Sieh es ein. Niemand wird kommen. Wir sind verloren. Ich werde uns hier rausholen. Du? Dass ich nicht lache. Es wäre nicht das erste Mal, dass ich den Askiel entkomme. Eben. Und wie willst du das bitte anstellen? Willst du Purzelbäume schlagen? Vielleicht. Oder mit Torten werfen? Ja.
Na und? Immerhin leben wir noch. Nennst du das etwa Leben? Für alle Ewigkeit in Lukos Kerker eingesperrt. Das ist schlimmer als der Tod. Du hast recht. Alles ist verloren. Ja, aber warum nur? Ich bin doch noch so jung. Ach du meine Güte. Aber echt. Du bist echt ein Jammerlappen. Warum sollte ich nicht jammern? Die Askil haben gewonnen. Aber die Ära der Chaski ist nun endgültig vorbei. Schön wär's. Was nutzt Schnelligkeit, wenn es keine Zeit mehr gibt? Was nutzt Orientierungssinn, wenn die Welt in Trümmern liegt? Alles ist verloren. Ach, vergiss es. Ich habe keine Lust, mich von dir weiter runterziehen zu lassen. Haha, und das ausgerechnet aus deinem Munde, wo du doch derjenige bist, der uns alle runtergezogen hat. Was? Ja, genau. Das hier ist dein Werk. Das ist nicht wahr. Ha, und ob das wahr ist, du dachtest, du kannst alles besser, oder? Du dachtest, die Welt bricht auseinander, wenn du die Dinge nicht in die Hand nimmst. Und jetzt? Sieh dich um. Du hast diese Welt zu dem gemacht, was sie jetzt ist. Ups. Ach, halt die Klappe. Da sind Kieselsteine. Außer Steinen scheint es in diesem Loch nicht viel zu geben. Spot hätte es hier gefallen. Kann man die mitnehmen? Keine Chance. Von hier aus komme ich da nicht ran. Ach so. Moment, wie war das denn? Das kann man hier, damit kann man das irgendwie regeln, ne? Kann ich da irgendwas mit der Kette machen? Vielleicht könnte ich die Aufhängung der Käfige durchbeißen. Ich wollte eigentlich angucken. Was rede ich mir da ein? Mit meinem weichen Zahnschmelz bekomme ich ja nicht einmal Sonnenblumenkerne geknackt. Eigentlich wollte ich den Nein, machen. Die kann ich weder nehmen noch sonst irgendwie bewegen. Der ganze Käfig hängt da dran. Hm. Kerkertür? Wie bringe ich mich nur immer wieder in solche Situationen? Kann man vielleicht mit dem Wärter sprechen hey, oder so? Hallo! Was ist da los? Gurney. Was willst du, Knirps? Ich will mit Luko sprechen. Ich will mit Luko sprechen. Luko ist jetzt der König. Er ist mit Herrschen beschäftigt. Dann muss er mir eben eine Audienz gewähren. Muss er das? Ich vermute, dass er das anders sieht. Das würde ich gerne von ihm selbst hören. Psst. Du bist ein mutiger kleiner Knirps. Was willst du überhaupt von ihm? Ich will mich beschweren. Ich will mich beschweren. Für Beschwerden hat Luko keine Ohren. Hat er überhaupt Ohren? Ich erinnere mich an sowas wie Fühler, aber Ohren? Wie ich es sagte, er hat keine Ohren. Insbesondere für Beschwerden. Okay, ich will gegen ihn kämpfen. Ich will gegen ihn kämpfen. Das wäre sicherlich lustig. Ich glaube aber nicht, dass er Interesse daran hat. Wozu sollte er kämpfen? Er hat bereits alles erreicht. Ich will mir sein Vertrauen erschleichen und danach den echten König retten. Soll ich dir vielleicht noch ein Schwert besorgen? Das wär nett. Vielleicht? Ach, du meintest es ernst? Eigentlich will ich gar nichts von ihm. Da hat er ja noch einmal Glück gehabt, nicht wahr? Wann gibt es Essen? Du hast es noch nicht verstanden. Die Zeit hat angehalten. Wir altern nicht mehr. Wir müssen weder essen noch schlafen. Wir müssen nichts mehr tun. Nie wieder. Ja. Okay, ich will in eine andere Zelle. Ich will in eine andere Zelle. Warum dies? Es ist mein Zellennachbar. Sein Jammern ist nicht zu ertragen. Hey, was soll das denn heißen? Igitt. Ja, die kleine Kröte ist unausstehlich. Unausstehlich? Na hör mal. Bah, sie winselt und winselt. Bitte, ich halte es nicht mehr aus. Ihr wisst schon, dass ich jedes Wort mithöre, oder? Ja, er macht es schon wieder. Na gut, ich werde eure Käfige verstellen. Dann hängt ihr nicht mehr so nah beieinander. Hoffentlich hat das Winseln dann ein Ende. Ah. Komme ich jetzt vielleicht an die Kieselsteine ran? Yes. Kieselsteine. Kann ich ihn damit bewerfen? Hey, geht echt. Lass das! Oh, und wenn nicht? Hey, aufhören! Hallo, wache! Ich werde mit Kieseln beworfen! Er soll damit aufhören!
Ihr zwei seid eine echte Plage. Es war offenbar keine gute Idee, die Käfige so zu verstellen. Ich werde die alte Position wiederherstellen. Aber wehe, ihr gebt dann keine Ruhe. Ich kann auch von da werfen. Oder nicht? Oder habe ich jetzt keine Kieselsteine mehr? Doch. Dann werf ich weiter. So. Hey, lass das! Wache! Er hat wieder angefangen, mit Kieseln zu werfen! Einmal verstelle ich die Käfige noch. Aber nur, wenn die dann wirklich Ruhe geben. Dann wollen wir mal sehen. Kann ich jetzt weiter bewerfen? Ich finde das lustig. Na. Hey, wache! Einmal, aber nur... Okay, einmal verstellt er sie noch, sagt er immer. Aber es bringt uns ja nichts da oben. Wir müssen wahrscheinlich da unten. Da müssen wir irgendwie raus. Aber... ich wüsste nicht wie. Hey, was? Nein, aber nur. So, weiter nach unten kam ich bisher nicht. Was, da steht so ein Brecheisen, der Kuhfuß. Keine Chance, von hier aus komme ich da nicht ran. Kannst du das nicht irgendwie schwenken, das Ding oder so? Sondern noch Kette. Keilförmiger Stein. Außer Steinen scheint es in diesem Loch nicht viel zu geben. Spot hätte es hier gefallen. Können wir den mitnehmen? Keilförmiger Stein. Außer Steine, Spot hätte... Ich dachte, du sagst da vielleicht was Nützlicheres. Kann ich damit die Umlenkrolle... Was passiert, wenn ich diese Umlenkrolle blockiere? Und jetzt ihn nochmal bewerfen, oder was? Hey, was? Nein, aber nur... Was ist das? Er scheint etwas zu haken. Huch. Spot! Da liegt der Spot-Kokon. Autsch. Wo bin ich? Himmel, die ganze Welt ist zerbrochen. Fläschchen. Das Wasser des Lebens. Es muss mir offenbar in den Brunnen gefallen sein, als die blaue Gestalt erschien. Nehmen wir mit. Spot. Spot. Oh, Spot, was ist bloß mit dir geschehen? Wenigstens bist du nicht ins Nichts gestürzt. Kann ich dich mitnehmen? Spot. Oh, Spot, was ist wenigstens... Okay. Ich werde dich irgendwie wieder gesund machen. Und dann bleiben wir für immer zusammen, ja? Oh, kann ich vielleicht das Wasser des Lebens einfach darüber gießen? Niemals. Dieses sogenannte Wasser des Lebens hat ihn doch überhaupt erst zu dem gemacht, was er jetzt ist. Ach, Spot. Das stimmt. Warum musst du auch immer so gierig sein? Das stimmt. Ach, wir können auch wieder nach oben. Okay, da haben wir Trümmer. Himmel, die ganze Welt... Achso, ja, das kennen wir schon. Trümmer. Nichts? Himmel, was habe ich... Okay. Ach, guck mal, ich bin nicht frei. Hihi, dann nehme ich den Kuhfuß doch mit. Wehe, der verpetzt uns jetzt. Haben wir sonst noch was hier? Nee. Dann können wir doch mal Kuhfuß mit Kerkertür vielleicht. Damit bekomme ich die Tür garantiert nicht auf. Mit einem Kuhfuß kriegst du die Tür nicht auf. Verschlossen, war ja klar. Hey, hallo. Was ist... Was habt ihr mit uns vor? Wieso? Was sollen wir mit euch vorhaben? Nichts. Nichts? Ach komm schon. Ihr könnt uns doch nicht auf ewig hier hängen lassen. Ach ja? Und warum nicht? Oh. Ich will... Luko, erst mit... Dann muss... Muss ich... Das würde ich... Was will... Ich habe ihm ein Angebot zu unterbreiten. Ein Angebot? Warum sollte ihn das interessieren? Vielleicht, weil er ein raffgieriger Despot ist? Ja! Da kann ich nicht widersprechen. Warte einen Augenblick. Ich muss erst die Tür entriegeln. Sollte ich vielleicht in den Käfig zurück? Nee, achso. Ich dachte, das macht ihn vielleicht misstrauisch. Du hast also ein Angebot. Ich bin sehr gespannt, kleiner Mann. Sprech los. Als Krieger? Ja, wahrscheinlich am ehesten als Clown, oder? Ich habe Erfahrung als Gärtner, Berater und Wäscheboy. Ich habe Erfahrungen als Gärtner, Berater und Wäscheboy. Soll das ein Witz sein? Gorni! Warum verschwendest du meine Zeit mit diesem lästigen Wurm? Es tut mir leid, Boss. Ich dachte, er könne uns vielleicht nützlich sein. Nützlich? Wozu? Man könnte eine Buchstütze aus einem Schädel machen. Die Idee gefällt. Halt. Bravo, Gorni. Ja, genau. Super. Aber ich hätte da noch eine bessere Idee parat. Na,
Jetzt bin ich aber gespannt. Wir bieten uns mal als Clown an, würde ich sagen. Das ist noch am ehesten wahrscheinlich. Ich will meine Dienste als Clown anbieten. Sehe ich so aus, als ob ich gerne lache? Nicht wirklich, aber ich gebe zu bedenken, dass die Ewigkeit lang werden könnte. Ganz ohne Unterhaltung. Hast du nicht ganz unrecht? Du kannst es ja mal versuchen. Okay, intelligente Unterhaltung? Wie wäre es mit etwas intelligenter Unterhaltung? Meinetwegen auch das. Nur eine Frage vorweg. Kommen dafür auch die Bommeln in Einsatz? Mal sehen. Politischer Satire. Wie wäre es mit politischer Satire? Politische was? Satire. Da werden berühmte Führungspersönlichkeiten parodiert. Wie zum Beispiel ich? Ja, zum Beispiel. Es geht also um mich. Das gefällt mir schon mal. Und weiter. Tja, und dann wird dessen Regierungsstil mit hintergründigen Anspielungen kritisiert. Was denn? Hör ich richtig? Kritik? Das kommt überhaupt nicht in Frage. Denk dir was anderes aus, du Clown. Okay, wie wär's mit einem Gedicht? Wie wäre es mit einem Gedicht? Ich habe ein paar nachdenkliche Verse geschrieben, die... Stopp! Sagtest du nachdenklich? Was soll denn daran unterhaltsam sein? Bist du überhaupt ein richtiger Clown? Schon gut. Es war ja nur ein Vorschlag, um das Programm etwas aufzulockern. Wie wär's mit Theater? Wie wäre es mit Theater? Du brauchst gar nicht weiterzureden. Ich will hier kein Theater. Ich will eigentlich überhaupt nichts, was hektisch und laut ist. Aber... Kein Aber. Ich will kein Theater. Basta. Okay, Philosophie? Wie wäre es mit Philosophie? Kommt nicht in Frage. Ich kenne mich ein wenig mit Philosophen aus. Ach, wirklich? Ja, hager. Knochige Kerle, altes Fleisch, ledrige Haut, kaum was dran. Oh, na gut, probieren wir was anderes. Lass mich was... Ja, sag ich doch. Ein paar anstößige Limericks, das wäre doch genau deins, oder? Ich kenne ein paar anstößige Limericks. Ich hasse Limericks, aber ich mag es, einen Grund zu haben, Gefangene anzuschreien. Also, leg los. Das Fass ohne Boden. Der Limerick heißt... Das Fass ohne Boden. Dies ist die Geschichte vom Askil, der beim Trinken vornüber ins Fass fiel. Stopp! Das ist ja grauenvoll. Ey, das war lustig. Grauenvoll? Wieso? Was stimmte denn nicht? Was damit nicht stimmt? Da geht es ja gar nicht um mich. Okay, der lange Heimweg? Der Limerick heißt Der lange Heimweg. Ein Askil zog aus im Gedanken, im Wirtshaus ein Bierchen zu tanken. Stopp! Das ist ja grauenvoll. Da geht's ja gar nicht um mich, was, ja. Da geht es? Okay, die Explosion. Der Limerick heißt Die Explosion. Ein Askil versuchte seit Wochen, ein Omelett aus Cognac zu kochen. Stopp! Das ist... Was da geht? Ach. Okay, dann der große Luko. Der Limerick heißt Der große Luko. Der Titel gefällt mir schon mal. Nicht wahr? Los! Worauf wartest du? Wer kennt nicht den großen Luko? Weiter? Wer kennt nicht den großen Luko? Ein Herrscher auf großem Niveau. Stopp! Was denn jetzt? So geht das nicht. Wieso? Was stimmt denn jetzt schon wieder nicht? Was nicht stimmt? Luko reimt sich doch nicht auf Niveau. Man buchstabiert es ganz anders. Was? Ja? Luko schreibt sich L-O-U-C-A-U-X. So kann man doch keine Limerick schreiben. Ich habe genug gehört. Okay. Lass meinen. Ich kann das Alphabet rülpsen. Das klingt erst einmal noch nicht sehr beeindruckend. Aber versuch euch dein Glück. Okay. Es.
Okay, das interessiert ihn. Ich wollte jetzt Arschröpsner wahrscheinlich nicht zu interessieren. Wir probieren in der nächsten Folge mal, ihm seinen Namen vorzurühren. Er ist ja so von sich sehr, selbst sehr eingenommen. Ob wir ihm dann nächste Folge nicht seinen Namen vorrübsen können. Ich danke euch fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet viel Freude, Freunde. Und bis zum nächsten Mal bei The Whispered World Special Edition. Macht's gut. Tschüsschen.